Herzlich willkommen, meine Freunde, ich freue mich, dass und ja, willkommen zu diesem ersten Let's Play von mir. Und ja, ich halte hier vorher Let's Play und naja, beginnen wir mal mit dem ersten Let's Play von Call of Duty Modern Warfare 2. Von der Kampagne natürlich diesmal. Weil, naja, ich habe halt begonnen mit dieser Serie jetzt, weil es mir halt Du musst irgendwie Bock super macht. laut sein, Name. Und natürlich haben wir auch die Mission im Terminal mit dabei und ja, beginnen wir mal. Im Hintergrund seht ihr gerade die Vorgeschichte von Call of Duty, wie es bei COD4 geendet hat und naja, den Teil werdet ihr aber auch noch irgendwann sehen. Also, wir machen jetzt MW2, wir beginnen jetzt mit Modern Warfare 2, dann mache ich jetzt weiter mit, also gehen wir einen Schritt zurück in die Vergangenheit bei Call of Duty 4, also zu Call of Duty 4 und danach gehen wir einen Schritt vorwärts, also zwei Schritte in dem Sinne sogar zu Modern Warfare 3. Und danach beginnen wir auch mit der Black Ops Serie, oder wenn nicht sogar gleichzeitig mit der MW2 Serie beginnen wir auch dann mit Black Ops und genau. Hier im Hintergrund seht ihr es gerade. Und ja, dieses Spiel ist eigentlich mittelmäßig, also man kann nicht ungefähr sagen, dass das Spiel gut ist oder schlecht ist, aber naja, es geht halt, es, ja. Wie soll ich das sagen? Ja. Okay, mein Ton ist gerade laut. Ja, mich dabei stören lassen. Und ja. Okay. Sorry, Leute, und ja, falls ihr das nicht wisst, ich kommentiere es nun nach. Das Modern Warfare 2 Let's Play, das allererste, und ja, hier ist auch schon mal die Einsatz, dann also wo wir sind, wo wir genau spielen, Je mehr und sie ja. sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. Nur eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und ich dachte, wir wären das. Okay. Schaltet man ab. Ja. Okay. Das habe ich mir jetzt schon mal verstanden. Und wir sind hier in der Leier und Tag 1 ist das. Erste Bataillon 75 Ranger. Okay. Soweit dazu. Und wir sind hier direkt im Camp und nehmen die M4A1 auf. Also sollten wir zumindest jetzt. Diese Waffe wird uns auch, glaube ich, noch nachher bei Modern Warfare 3 auch noch bekannt vorkommen und erstmal die Steuerung testen und den Praktikanten hier mal zeigen, wie es richtig im Krieg zugeht. Okay, 11 Meter und ja, hier mal direkt auf Nein klicken, dann nachladen und hier steht Sergeant Foley. Hier hinten sind die anderen Praktikanten. Und jetzt kommt das Training und zweimal noch weiter. Diesmal müssen wir uns ducken und müssen halt wieder auf die Zielscheiben schießen. Und dann wieder aufstehen und naja. Aber ich hoffe mit den detaillierten Nachkommentieren und gehe halt weiter. Ja. Durch die Wand treffen man auch ganz leicht. Und zu guter Letzt, okay. Die Splittergranaten vom Tisch nehmen. Okay, das sind ja, die sind zwar nicht gerade auf dem Tisch und sind zwar im Koffer, aber egal. Und mit der Granate, die nicht so gut geworfen ist, lassen sich auch viele Leute ausschalten. Und naja. Ja, so leicht kommt man hier auch nicht weg vom Trainingsstand. Jetzt hätte man eventuell die Chance. Und ja. Hier sieht man zwei Leute Basketball spielen. Die haben hier wahrscheinlich viel Spaß mit dem quadratischen, also nicht gerade runden Korb. Hier ist ein kaputtes Auto, wahrscheinlich zu Aral. Und jetzt müssen wir hier weiter runter. 10. Okay, ja, wir sind dort. Und hier liegt die Desert Eagle auf dem Tisch. Und die haben wir mal aufgehoben.
und einen Schuss abgegeben, um zu testen. Und naja, das ist irgendwie mittelmäßig schießen. Also damit spielen. Naja, die sieht ein bisschen anders aus als die, was der andere, was der Kollege hier in der Hand hat. Aber sind auch Anfänger. Und naja. Okay. Dann wechseln wir hier zu ACR und ja, und nehmen dann hier dieses Maschinengewehr mit dem geilen Rotpunktvisier. Da wieder die ACR. Und die behalten wir dann auch und gehen dann weiter zum Training. Indem wir hier die Papp-Armee ausschalten müssen, die uns irgendwie versucht zu eliminieren. Auch wenn das Pappe ist. Irgendwie kann es uns was antun. Und einfach mal auf alles draufschießen, was hier steht. Auch wenn man erstmal eine Sekunde überlegen muss. Okay. Bis jetzt noch keinen Zivilisten abgeschossen. Das ändert sich auch nicht, Gott sei Dank. Okay. Hier sind nochmal zwei von Al-Qaida. Und jetzt geht's weiter zum Sprint to the Finish. Und jetzt. Okay, na gut, ich verfehlte Feinde. Plus 10 Sekunden. Und wir wählen einen Soldat aus und naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, werde ich mich über einen Like freuen. Und naja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde, und tschüss.